So, wie war das doch mal mit Robin, ne? Als du da in dieses Ich Pferd habe da nicht deinen in das ganzen Pferd Arm, weißt du, reingegriffen. bis zur Ich Schulter, habe nur Anschlag voll Escape rein, gedrückt. da würde ich auch platzen, ja? Egal, wie es mir vorher Ich gesagt habe hat, nur ging, Escape wenn der gedrückt. da Das voll ist. einsteigt, weißt du, ich hätte auch sagen Achtung, können, hinter zieh dir die ein Schuhe aus. dreiköpfiger Affe. Naja, komm, weißt du, zieh die Schuhe aus und komm ganz rein. Das Pferd, puff, ja, zack. Ist natürlich klar, da platzt alles. Da wäre auch ein Rhinoceros geplatzt. Alter Schwede, ey. Hat er kaputt gemacht, das Pferd. Ne, Ich habe ist das. geklippt worden, ist geklippt worden. Du Hat auch hast sehr das viele. Pferd gelootet und hast mir erst 5, 6 Folgen. Du hast mir nicht mal was Ja, mein gesagt. Ich Gott, hab's ich da musste das doch retten zufälligerweise irgendwie. wiedergefunden. Willst du die Amazone da drin töten oder ich? Ist das ein sexuelles Angebot oder? Auf drei schießt mir gleichzeitig auf den Kopf. Okay. Drei, Eins, zwei, zwei, drei. drei. Auf drei oder bei Ich hatte drei? getroffen. Ich auch. Jo, komm. Volltreffer. Ach, guck mal, was so fallen lässt. Das Säckelsche. Okay, wir haben jetzt schon Minibike-Lenker und Motor. Cool. Das ist unser Haus. Raus hier, Freundchen. Oh, ich glaube, der hat eine Blutung oder so. Geht's dir gut? Ja, mir geht's. Loser. Oh, da ist noch einer. Ja, ist noch einer. In den Kopf. Sauber. Läuft bei uns. Ey, Ja, lass läuft. erstmal Gegner wegmachen und einen Ja. Block setzen dann. Ja, und wir müssen auch Sachen einlagern. Kannst du noch weiter hoch oder willst du nicht? Doch, doch, doch. Ich will nur einen runterholen. Nein, Da gehe nein, ich, da geh nein, ich das mal will ich eben. Ich nicht. gehe mal Nein, eben dann so also. lange raus. Ist Nein, ich okay. meine. Ah. So, Tür ist zu. Kannst. Mach einfach. Weg, weg, weg! Danke. Ganz ruhig. Das ist das Reitschwein aus dem Debug-Menü. Ihr seid geil, ja. Hier ist noch einer oben. Ja, ich schieß an. Einen Moment. Ich komme mal von hinten. Toll, der eine holt einen runter, der andere kommt von hinten. Ey, hier ist ja was los. Unglaublich. So, der Laden ist uns jetzt, ja? Ja. Dann setze ich mal einen Claim-Block. Ja, wir können nur einsetzen. Wir haben eine Und jetzt mein Taschenlampenschematik. Schlafsack. Schlafsack ist gesetzt. Hier haben wir noch ein Bett. Oh, ist das, warte mal, Heilung? Ihr seht das links, das grüne Zeichen, ne? Dieses Bett, was so weggeht. Mal gucken, ob das bei diesem Bett auch geht. Geht auch. Hier ist das bessere Bett. Hier, wir haben zwei geilere Betten. Ja, ich muss trotzdem mal eben noch einen neuen Schlafsack machen, weil ich meine hier aufgenommen habe. Passt so. Schlafsack Alles ist auf klar. dem Ist der Weg. Stream ab 18? Bei mir ist jeder Stream ab 18, weil da kann ich sagen, was ich will. Ich kann mich Immer. daneben benehmen und Ja, ja. muss mich nicht alle 5 Minuten entschuldigen. Nee, ist bei mir auch. Sicher ist, besser ist das. Sicher, sicher. Genau. Campfire sollte ich ja jetzt blazen. Das machen wir daheim. Daheim ist daheim. So, Batsch. So, und ich will erstmal eine Kiste, also Box. Small Box, das ist die Kiste der Wahl Ja, für den aber wir Anfang. haben ja doch wahrscheinlich Sachen, wo wir es reinpacken können, ne? So, es kann auch Ja, nicht trotzdem, schaden, ne? ich mach mal so einfach, weil ich es kann. Box Berg. mache ich auch mal eben. Und schalte sie für meinen Partner auf. Ganz wichtig. Ja. So, da schmeiße ich jetzt erstmal jeden Scheiß rein, den ich gefunden habe. Hör ich da gerade? Wollen wir das gleich mal? Man könnte es sortieren, wenn man das möchte. Wo denn? Ja, vielen Dank für den Follow. Dankeschön. Willkommen im Team, willkommen in der Community. Asrak, du bist aber fies. Du weißt, dass Welt spielt und dann packst du ein Lagerfeuer auf den Boden. Er hat selbst eins auf den Boden gepackt. Ja. Ja? Und außerdem brennt es noch nicht. Alles gut. Man darf ihm halt keine Streichhölzer in die Hand drücken. So. So. Ja, ich sortiere trotzdem mal die Kisten mal eben. Unbedingt. Ich packe mal in die linke alles rein, was irgendwie mit Essen zu tun hat, okay? So, ich habe deine Sachen mal eben rausgeschmissen. Diese dummen, bräsigen Gesichter. Weil wir brauchen wahrscheinlich jetzt auch bald was zu trinken, denke ich mir mal so. So, das Wolle. Feuerstein, okay.
Kannst du mich mal in die rechte nochmal reinlassen gleich? So, warte mal, ich mache nochmal eine Box fertig. Ja. Wollen wir schon mal so eine Zaubererbox anlegen? Ich stelle mal eine her. Aber die stellen wir irgendwo anders hin hier, ne? In die rechte können wir irgendwie, weiß nicht, Krams reinpacken. Ich weiß nicht was. Ich ja, eine Kramkiste. Mini-Bike Handlebars zum Beispiel kann ich da reinpacken. Clay, Scrap. Willst du nicht gleich Telereisen stellen? Was? Hä? Duken, hä? 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 Nicht das Campfire auf dem Boden, ist zu gefährlich für Wellen. Nein, er ist ja inzwischen. Er hat ja dazugelernt, er ist ja erwachsen geworden. Genau. Hat er versprochen, macht er nicht mehr. So, jetzt wird erstmal hier der Krempel. Das Haus wird jetzt erstmal komplett gelootet. So, das ist der Lightning Spell. Ey, wir haben hier einen Ofen, ne? Hier unten. Das ist ein Feuerplace. Nein, echt? Ja. Oh, wie praktisch. Ja, geil. Läuft bei uns gerade. Ja. Und wir haben hier, Alter, wir haben hier einen Cooking Pot, einen großen. Der steht gegenüber. Das ist gut. Ja, das ist schick. Da stimmt der Tisch jetzt nicht mehr ganz, glaube ich. Das ist ein bisschen, der Tisch ist verrutscht. Ja, ihr seht's. Aber was wir tatsächlich brauchen, sind die Mucks. Die Becher schon. Wooden Bowl. Ich glaube, die Wooden Bowl. Ich glaube, die brauchen wir auch nachher für Essenherstellung oder sowas. Aber jetzt schlage ich sie erstmal. Hast du schon irgendwo Wasser gesehen oder Guck mal, Schnee war doch hier vorne, oder? Guck mal auf die Map, das war doch Schnee da mitten. Ja, stimmt, Schnee hatten wir gehabt. Ja, pass auf, dann kriegen wir also Wasser her. Dann mache ich mal eben eine Schaufel. Stone Shovel, was fehlt mir denn da? Gut. So, ich komme mal die Treppe hoch. Pass auf, dann besorge ich uns mal eben Schnee. Damit wir was zu trinken machen können. Mhm. Ach, Asrak. Mhm. Das ist. So. Das war ein bisschen lame, ne? Purple Echo, einen schönen guten Abend. Überhaupt nochmal Hallo an alle, die dazu gekommen sind. Ne? Ich habe mich gerade mal im TS gemutet so, irgendwie. Volt, so. Diesmal ohne, dass ich in die Hocke gehe. Ein Schlückchen. Ist im Multiplayer mal so eine Sache, ne? Dann kommst du doch nicht so viel. Aber da fahren wir Spaß. Wir haben richtig gute Laune und ich glaube, das merkt man uns auch an. So, und Stoff brauchen wir. Ja, Stoff finden wir bestimmt hier irgendwo in Vorhängen. Oh, die Türen gehen langsam auf. Wir haben übrigens draußen zwei Ladies auf der Bank. Die kann man aber nicht... Doch, die kann man looten. Ja, ja, die kann man looten. Die eine hat einen Bleipokal versteckt unterm Kleid und die andere war nackig. Was? Okay. Jetzt haben wir erstmal unser Haus. Das ist schon mal wichtig. Ja. Und wir haben auch gute Gesellschaft, gute Nachbarschaft hier. Also ich glaube, wir haben einen ganz guten Start erwischt, finde ich. Ja, perfekt. Wir stören da nicht so rum, Conan. So. Holen wir erstmal die Säcke hier raus. Ich bin noch draußen. Nee, hier draußen, wo das Lager ist. Ich habe jetzt mal die Säcke gelootet. Wie weit ist denn noch? Oh, out of. Schimmelbrot haben wir. Gut. Hau doch mal einen Lootsack kaputt. Da kann man mit Glück auch Stoff bekommen. Ach, ist das so? Okay. Ja, aber dann kommt da kein Respawn mehr, ne? Ja, normalerweise spielen wir doch aber sowieso meistens mit ohne Loot-Respawn. Wobei, Situation schwierig. Ja, wenn die Map so klein eingestellt ist. Richtig. Die Map ist, glaube ich, momentan nur auf 4000 eingestellt. Das ist sehr klein. Wir brauchen auch ein Klo, sehe ich gerade. Also ich brauche eins. Wir haben bei uns keine Toilette, ne? Ah, vielleicht haben die Nachbarn eine. Ja, da bin ich gerade bei den Nachbarn. Frag doch mal freundlich nach. Kann man Toiletten eigentlich bauen? Ja. Lichti, einen schönen guten Abend.
Wenn ich Defendi im Besiegen-Mod starte, habe ich nur die alte Version. Habe schon neu installiert. Ja, das ist der Trick, der Holzi. Wir testen die quasi gerade und wir dürfen die etwas vorher zeigen. Lichti hat aber gesagt, er wollte ganz gerne, dass die diese Woche, also jetzt die kommende Woche, rauskommt. Das hat er mir jedenfalls gesagt. Da er gerade da ist, zumindest über Handy. Das ist ein Testserver eigentlich, deswegen ist die Map auch klein eingestellt, weil klein reicht zum Testen. Ja. Und da braucht man keine Riesen-Map. Man kann hier trotzdem Together machen, man kann trotzdem das neue Update vorstellen. Und das reicht ja auch. Und dann haben wir natürlich auch eine Chance, eher was zu sehen, als wenn wir eine Riesen-Map machen. Ja. So, wir haben Lichti. Lichti ist eigentlich gar nicht zu Hause. Oder du bist mit Handy wahrscheinlich gerade drauf, denke ich mir. Ne? Du bist noch auf dem Campingplatz, ne? Haben mich gerade so gefreut. Dann freust du dich in ein paar Tagen. Dann guckst du heute erst bei uns. Das heißt, ne? Letztendlich ist es ja ganz gut, wenn noch mal jemand anders raufguckt, irgendwie so. Oder auf einen Entwicklungsrechner funktioniert ja meistens sowieso immer alles. Aber ist die Frage, ob das dann auch bei anderen funktioniert. Und deshalb testen wir das ja auch mit hier. Gegenüber ist ein Hochhaus. Da ist auf jeden Fall eine Toilette. Ja, aber ich verrichte mein Geschäft auch ganz gerne im Erdgeschoss. Der Patch kommt nächste Woche. Bin noch im Urlaub auf dem Campingplatz. Ach, du bist im Urlaub richtig offiziell. Ei. Da schau her. Unten kann ich dann Wasser kochen, ne? Hast du gesagt? Mhm. Muss ich wahrscheinlich, denke ich mir. Firewood. Nee. Firewood. Wie kann ich Firewood herstellen mit einem Stick? Und ach so, brauche ich einen. Da geht nur an der Werkbank, ja, ne? Oder? Firewood kannst so du im, Säge, im Menü, ne? Craften. Nee, kann ich nicht mehr. Da ist ein Hammer-Symbol neben. Muss ich skillen? Echt? Muss ich das skillen vielleicht erst? Hm. Was habe ich denn für Skillpunkte verfügbar hier? Firewood. Muss ich denn Farmer skillen oder was muss ich skillen? Kannst du ein Firewood herstellen? Kannst du mal gucken. Vielleicht hast du ja schon so ein Attribut dazu bekommen. Sekunde. Kann ich einfach mit Sticks und Wood herstellen? Ja, ich nicht. Da musst du irgendwo einen Skillpunkt haben. Dann stell doch mal ein bisschen Firewood her, dass wir was kochen können sonst. Ich schmeiß jetzt erstmal normales Feuer rein hier. Holz. Ach Mist, ich wollte die Laser noch mitnehmen. Dann kannst du mal bei dir gucken, wo du da einen Skillpunkt drin hast, weil ich kann keins herstellen. Ich weiß es gerade aus dem Kopf nicht. Das braucht keinen Skill. Das hat gar kein Zeichen. Firewood hat bei mir ein Hammer-Symbol daneben. Ja. Nee, bei mir nicht. Nee, jetzt hat es bei mir auch keinen. Hä? Siehst du? Hier muss ich um menschliches Versagen handeln. Gleich kriege ich den Speer ins Kreuz. Ich sehe es schon. Nee, Firewood muss ohne gehen. Also hat nichts mit Fähigkeiten oder jetzt ohne Spaß. Das geht ohne. Ich fahre in der Kochstelle. Okay, danke schön. Ah, guck mal, siehst du, das kann man auch sagen. Das kann man auch sagen, ohne beleidigen zu wirken. Nein, ich wollte dich nur knuffeln. Knuffeln, okay. Ja, das ist Knuffeln. Ich stelle mal zwei. Ja, das ist Knuffeln. Dann will ich gar nicht wissen, was passiert, wenn es mal ein bisschen grober wird, du. So. Hupe. Warum habt ihr so eine kleine Map? Oh, das wurde aber schon beantwortet. Weil auf der kleineren Map wir eher eine Chance haben, alles zu zeigen, als auf einer großen, wo wir erst Strecke machen müssen. Ja. Das ist der Grund. Und wir sind ja hier, um auch ein paar Sachen zu testen. Und dann lohnt es sich eher, die Map klein und kompakt zu halten. Das ist tatsächlich sinnvoller. Deswegen. Weil die Map-Größe kann jeder nachher selbst für sich wählen. Aber für uns ist es erstmal interessanter, da wir auch so einen Testauftrag haben, dass wir die klein und kompakt halten, damit wir dann schneller auch in die Biome kommen, schneller an die Sachen rankommen. Und das macht dann schon Sinn. Ja, 17, 12, hi. So, Wasser ist unten in Arbeit. Feuerholz habe ich gemacht. Ich mache noch Pass auf, ich mache mal unsere Lebensmittelkiste leer und dann packen wir die Sachen natürlich unten neben das Empty Cabinet, was direkt am Campfire dran ist. Ja, müssen wir aufpassen, dass das nicht kaputt gemacht wird, ne? Ja, das müssen wir oben auch irgendwie, ne?
So, pass auf, da schmeißt ihr ein Feuerholz rein. Und hier üben, hier drüben ist das andere, ne? Da schmeißt ihr auch ein Feuerholz rein. Dieses breite Ding da. Und wo ich jetzt draufstehe, das ist auch ein... Also wo ich... Ja doch, ich stehe drauf. Da kann ich aber nichts machen. Wenn ich da reingehe, kann ich nichts drin craften. Kannst mal reingucken, ob du da was siehst? Ich glaube, das ist nur Deko vielleicht. Okay, dann kommt da kein Feuerholz rein und dann bleibt es hier drüben. Hattest du nicht gesagt, wir haben einen Cooking-Pot? Achso, das meinst du mit Pot, das Ding hier unten. Ja, ja, das meinte ich. Wow, was ist? Aua! Oh, ein Sack. Komm, jetzt hau da noch ab. Ich muss dringend mal aufs Klo. So, erstmal hier die zwei Mädels looten. Tannerframe-Rezept. Mache ich. Da ist eine Ziege. Nee, so. Erstmal aufs Klo. Ach komm, die Sekunde. So, jetzt aber. Aufs Klo, wo gehst du denn hin? Gehst du in das Apartmentgebäude? Hier ins Hochhaus, ja. Ich kann man auch präventiv aufs Klo gehen eigentlich? Ja, du... Ah, ich habe, glaube ich... Ach, ich habe jetzt die Quest Kill Boss Gaming, genau. Nee, nur Boar, okay, nicht verwechseln. Da ich noch nicht auf Klo muss, dann hast du doch bestimmt heimlich was gegessen, wenn du jetzt schon auf Ich habe nicht heimlich musst. Was gegessen, ich habe öffentlich was gegessen. Habe ich nichts von... Weiß ich nichts von. Das sind die Imps, die ich brauche. Wo? Zeig mal, warte, ich will mitkommen. Ich brauche auch Imps. Genau, Imps-Sklave. Wo sind die denn? Achso, warte mal, lass mal einen übrig. Eingang? Ja, einen lass übrig. Ja, der hält's aus. Boah, echt jetzt? Ich kann gerade nicht rennen. Ich habe keine... Ja, ich hatte eine Blutung, aber kein Leben verloren. Das stimmt. Das ist ein Impf, die kleinen Grünen. Die kleinen Grünen wieder. Okay, alles klar. Die kleinen Grünen. Ja, dann kannst du ruhig platt machen. Dann gehen wir mal ins Haus. Da sind bestimmt noch mehr drin. Echt vorbeigeschossen. Du triffst ihn ja nicht. So. Hat er jetzt gezählt... Quests, Multiquest, ja, zwei Stück. Hier drin sind aber schon noch mehr, oder? Das hört sich so an. Jo, da kommt ja schon einer. Okay. Und von den kleinen brauchen wir 200. 200. Das ist nicht wenig, ne? Auf der anderen Seite sind die mit einem Schlag erledigt, ne? Ja, die brauchen nicht viel. Ah, Leute, beschwer das nicht über den Bot. Der ist, so, da ist mein Klo. Da setze ich mich drauf und mach mal kurz. Ah, ich bin gleich fertig. So, richtig. Habe ich auch eben wahrgenommen. So, und die Vorhänge nehmen wir natürlich mit. Für Verbände. Ja, die hast du vorher? Ich habe hier nur Jalousien. Die bringen leider nur Kunststoff gerade. Hast du das Bett? Aber ein Bett kannst du auseinanderkloppen. Also in den Jalousien ist nur Kunststoff drin. Kühe machen wir auch eine Geräuschkulisse hier, du. Ja. Und das ist Pelz, den nehmen wir mit. Oh, da kommst du jetzt schon zu mir. Das ist echt warm. Echt einen guten Einstieg. Ja, es läuft perfekt. Wir haben schon eine Hütte. Allerdings ist die Hütte angreifbar, ne? Die Treppe hoch, da kommen sie alle ganz schnell, ne? Da müssen wir vielleicht die Treppe dann auch bei Gelegenheit nochmal wegmachen. Ja, müssen wir machen. So,
So, ich nehme hier die Couch noch auseinander wegen einem Tier. Also richtig cool wäre es, wenn mein Mitspieler mich nicht so oft mobben würde, aber man kann nicht alles haben, ne? Nee, das geht eben nicht anders, ne? Ihr sollt die Imps auch nicht in 5 Minuten killen. Dafür ist der Kampf ganz gut. Es gibt, ne? Also es gibt, muss halt Abstriche. Ja, Lichti sagt, ihr sollt die Imps auch nicht in 5 Minuten killen. Es gibt ja immerhin eine zweite Klasse. Ja, aber wir möchten ja, natürlich auch unbedingt, wir sind heiß auf Zauberern, auf Zaubern. Genau, wir haben nämlich jetzt ganz bewusst nicht. Eben, genau. Wir haben jetzt nämlich extra nicht Sorcerer genommen, beide. Also, dann keiner von uns beiden. Oh. Also erstmal, weil wir auch zeigen wollten, wie du das jetzt mit deinen Klassen da gemacht hast. Ne? Das ist natürlich. Oh, guten Tag. Guten Tag. Kann es sein, dass die Imps für uns beide zählen? Weil ich habe jetzt 5. Wie viel hast du da stehen? Ich hab nur einen getötet und ich gucke jetzt mal nach. Bei mir 5. Ja, dann zählen die für uns beide. Oh, das ist cool. Das finde ich super. Das ist gut. Das ist top. Weil sonst würden wir uns nämlich spätestens jetzt intern so ein Rennen liefern. In so ein Beef, nee, muss nicht sein. Ach, auch plötzlich geht's ohne Beef? Okay. Geht die ganze Zeit schon, wenn man das macht. Ach so, was? Das Nachtreten war gar kein Beef? Ach nee, das war ja nur Knuffeln. Ich hab's verwechselt, schon. Knuffeln. Ja, ich hab's vergessen. Ah, das fühlt da sich muss immer, er sich von seinem Chat schon helfen es lassen. Es ist mein ne? Fehler. Es, ist, ja, es fühlt sich immer so an, als würdest du mir mit Anlauf in die Eier treten, ja, aber natürlich. Es ist Knuffeln, ist in Ordnung. Okay, ja, super. Dann weiß ich Bescheid. Ich weiß inzwischen auch, wie viel Bier mich das wieder zu Gamescom kosten wird, aber ich gebe es ihm gern. Er hat danach so eine lustige Aussprache. Das macht schon Spaß. Oh mein Gott, ich werde sterben! Machst du mich jetzt gerade nach, oder was? Nein, ich habe einen Imp gemacht. Du hast einen Imp gemacht? Wo bist du denn? Ich dachte, du bist hier. Hallo. Oh, es klingelt. Danke für den Host. Es klingelt. Ja, ich habe eine Türklingel. Irgendwie so. Macht es. Was kommt okay. Quasi jemand vorbei, sozusagen, ne? Ein Host, ein Wait. Und das Lustige war, das war wohl original Warbots Türklingel, was ich nicht wusste. Und Warbot ist dahin auch daraufhin erstmal die ersten 2 Wochen immer zur Tür gegangen. Immer wenn ich einen Host bekommen habe. Ah, cool. Jetzt hat er mittlerweile ein anderes Klingelgeräusch. Er hat jetzt das Lachen von Wiener Nadel genommen, glaube ich. Ich höre doch hier wieder ein. Wo ist der denn? Ist der draußen? Nee, wird eins oben drüber sein, denke ich. Oh, hier unten kommen noch 2 Kohlenverschnitte an. Die kommen jetzt auch rein. Wir haben übrigens 7:30. Mhm. Wollte nur sagen, dass wir nachher mal ein bisschen auf die Zeit gucken, weißt du? War nur ein Imp. Keine Sorge, mir geht's gut. Muss dich fragen, wie es mir ja, geht. Ja, okay, okay. Das mit den ich Klassen. Ich lese ja oben an der Anzeige. Das mit den Klassen hat Darkstar Dragon gemacht. Ich habe endlich Unterstützung im Mod. Wir sind jetzt zu viert. Das freut mich auch. Die beiden waren auch sehr nett. Sehr schön. Ich habe ja vorhin im Discord wegen dieser Klassengeschichte hat ja Avios sehr geholfen. Auch vielen lieben Dank dafür. Ich weiß gar nicht, ist da jemand Deutschsprachiges bei? Sonst verstehe ich mich ja gar nicht. Aber dann leite ich das einfach mal weiter. Ich habe mich vorher ja schon bedankt für den Support. Das war echt klasse. Weil das sind halt Neuerungen, die wir auch noch nicht kannten und nicht wussten. Und dann ist man natürlich erstmal am Stutzen. Ist das alles so richtig installiert oder nicht? Ne? Aber was denn? Bist du draußen mit dem Bullen? Zugange. Ja, Bulle ist weg. Aber ich komme nicht an den Popo ran. Ich kann den nicht looten. Oh, Gott sei Dank jetzt. Klippt das irgendjemand von euch mal? Auch bei Asrak? Was denn? Was soll bei mir nicht geklippt werden? Klippt das einfach mal. Dann wird er es vielleicht nachträglich im Clip merken. Was Nein. Vielleicht an der Aussage. Was? Ist okay. Ich check's nicht. Nee, ist okay, der Chat hat seinen Spaß. Ja, das glaube ich. Ich hatte eben schon Bedenken bei der Frage, ob du dich gerade an den Bullen dran machst. Und dann sagtest du, ich komme nicht an so ein Popo ran. Auch hier ist der. Hast du es jetzt gehört? Nein, ich hatte zu kämpfen. Ich hatte eben schon Bedenken bei der Frage, ob du dich jetzt an den Bullen ran machst.
dass die Frage vielleicht ein bisschen komisch wäre. Und daraufhin antwortest du, ich komme aber nicht an seinen Popo ran. Das klingt gerade schwierig. Ja, genau. Ich leugne jeden Zusammenhalt da irgendwie. Das habe ich nie gesagt. Hier werden mir Sachen unterstellt. Oh, geil. Ich habe was gefunden, wo... die kleinen Imps. Kommt her. Sag bitte auch mal gefunden. Für mich einen Hallo an Asak und Asak Chats. Okay. Ein Gruß von Run an dich und deinen Chat. Er kommt irgendwie momentan nicht an deinen Chat ran. An meinen Chat nicht ran. Ja, komm, kann sich gerade mit deinem Chat nicht verbinden. Geht nicht auf Twitch anscheinend. F5 drücken, mein Chat ist da. Die kommunizieren ja die ganze Zeit mit mir. Richtig, okay. Ja, bei One kommt nicht rauf. Soll ich nur ausrichten, deshalb soll ich Grüße bestellen. Danke, Grüße zurück. Richtig, kannst du auch Ausrufezeichen... du bist ja über Smartphone, dann ist Multistream schwierig. Richtig geht jetzt wieder zu dir, Asrak. Aha. Danke. Ja, gerne. Ja, hier habe ich Wasser gefunden. Das ist sehr gut. Aber wir haben noch 500 Schnee zu Hause. Ja, ich nehme jetzt mal ein bisschen Bolo. Dolzi, vielen Dank für die 10 Monate. Dankeschön. Da fällt mir was auf. Ich wollte es lauter stellen, damit ich es höre. Bei uns. Wir haben auch Wasser im Überfluss. Ja, check. Und wir haben sogar... Dankeschön. Ich habe 21 Nägel gefunden. Oh Mann, wir können uns eine riesen Kiste machen. Ich bin so gut. So dankbar. Ich bin langsam überladen. Ich gehe mal so nach Hause zurück. Frag mich mal, ich kann mich kaum bewegen vor lauter Glück. Das ist nicht, ich wollte Stein abbauen. Das hier ist Stein. Ja, maybe. Weißt du, was cool wäre? So eine kleine Imp-Horde. So. Ah! Fliegender Drache! Ron hat übrigens mehrfach F5 gedrückt. Er kommt halt nicht bei dir rauf. Okay. Also Schafe kann man looten, die explodieren nicht gleich viel. Asrak, wir haben Respawn bei uns im Haus. Das ist aber eigentlich ungewöhnlich. Haben wir trotzdem. Okay, schlimm? Weiß noch nicht, ich töte gerade den ersten. Ich hab da extra. Kannst du vielleicht auch noch deinen Stein setzen? Unten irgendwo? Kann ich versuchen, ob das geht. Vielleicht habe ich ihn zu hoch gesetzt. Weißt du? Ja, das ganze Haus ist wieder voll. Also mit allen NPCs wieder. Ach du Scheiße, echt jetzt? Ja, vielleicht, also unten die drei. Vielleicht kannst du doch mal rüberkommen. Ja, ich komme. Verdammt. Bin auf dem Weg. Desaito, alles klar. Mein Landslam-Block ist halt oben. Das ist das Ding. Ja, fliegende Drache. In der Kiste halt. Ich komme, Bro. Halt aus. Nein, lassen Sie Loot da. Ja. Iron Leg Armor. Oh Gott, meine Ausdauer. Das ist falsche Haus. Das ist, glaube ich, eins dahinter oder so. Hä? Das ist doch unser Haus. Sag mal, wo bist du? Du bist doch jetzt bei... Wo bist du denn? Bist du bei unserem Haus? Ach so, nee, das ist... Entschuldigung. Ich dachte, das wäre unser Haus. Ey, hast du keinen Schlafsack gesetzt? Doch. Ich dachte auch, ich wäre da hingelaufen. Mann, das steht genau daneben. Es sieht genauso aus wie unser Haus. Okay, dann leben da halt noch andere Respawn Leute drin. Respawn in unserem Haus. Das ist... Ausrag, ja. Das ist... Das war genau nebenan. Hier, guck doch mal links raus. Das ist... So, bitte was? Das ist so geil. Oh, man. I love it. Es hat aber auch keiner im Chat gemerkt. Es hat auch niemand im Chat gemerkt. Ich bin ja komplett auf mich alleine gestellt. Ja, die haben dich doch vorgeführt. Die haben dich doch vorgeführt. Ja, also, ich habe aber jetzt zwei Eisenrüstungen für dich. Die habe ich gelootet. Die kannst du gerne nehmen. Hier, ich mache erstmal uns eine ganz große Box. Aber nicht. Stell dich hinten in die Ecke und dann können wir entscheiden, was wir da reinmachen. Dann können wir die Kleinen abreißen. Nicht bei den Betten, das ist unpraktisch. Wir müssen immer über alles Mögliche. Weiß nicht. Hier vielleicht, dann können wir den Blumentopf wegnehmen. Hier, da in die Ecke. Ist vielleicht praktischer, oder? Achtung. Und bam. So, und jetzt geöffnet. Guck mal, wie schön Platz wir da haben. Aber das sieht gut aus. Dann packe ich. Erstmal alles rein. Nicht alles rein, sondern. Wir können nachts noch sortieren. Ach, das macht doch keiner.
Also hier können wir Leder und Stoff und sowas und Eisen können wir da gerne reinpacken hier irgendwie, ne? Aber Lebensmittel kommt trotzdem noch unten. Und nein, Lebensmittel nicht. Ja, ja, klar. Und ich habe hier die beiden Rüstungsteile. Habe ich auch mal reingepackt. Ja. Und so, kannst mal rangehen eben. Ich schnapp mir mal eben diese Kisten hier. Oh, Razer. Geil, Razer. Ich dachte, das Astrak als erster ins falsche Haus rennt. Nee, das war ich nicht, das war er. Es landet alles wieder im Best-of. Ah, nee, nur wenn es geklippt wird. Oh, das wird auch geklippt, sehe ich gerade. Ja, das grundsätzlich immer wird es geklippt. Ja, nee, bei mir wird gar nicht so viel geklippt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat er bei mir auch mal nachgelassen. Kürzlich funktioniert es wieder ganz gut. Ah ja, also du, vielleicht ist auch einfach nicht viel los. Na, weil ich hatte auch, ich habe teilweise sind da echt super tolle Clips, ne, die dann auch echt lustig sind irgendwie. Also ich habe noch Tränen gelacht, als ich eine richtig dicke Hose gemacht habe bei Empyrean mit Palayne. Und er hat irgendeine Frage und ich meine so, ja, ich könnte ja jetzt mit Skill antworten, schreie ich mir doch so richtig prollmäßig über die Haare und fall dann direkt eine halbe Sekunde danach irgendwo runter und breche mir das Bein. Ich musste selber mich kaputt lachen. Das war so peinlich. Ja, das wird natürlich dann sofort geklippt. Ist auch richtig so, sowas muss man klippen. Wir haben 128 Stoff fast. Sehr, sehr geil. Hier, diesen Mist, das kommt alles. Und wir haben eine Iron Door. Oh, geil, geil. Okay. Die können ich könnte ja noch eine zweite, ich habe noch 11 Nägel, ne? Ich könnte noch mal so eine geile Kiste machen. Ja, mach mal ruhig. Ja, geil. Das kann nicht schaden. Da stehe ich voll auf die Kiste. So, wir sind jetzt bei 31 Minuten wieder, eigentlich drüber. Also echt? Ganz gut, ja. Wir wollten ja ein bisschen im Rahmen bleiben, ne? Aber ich erinnere nur dran gerade. Von daher verabschieden wir uns jetzt wahrscheinlich zur Nacht, denke ich mir, ne? Ja, das könnte passieren. Gut, dass hier kein Respawn ist. Aber bei den Nachbarn spreche ich nochmal. Da ist das letzte Wort noch nicht geredet. Twitch lässt dich nicht klippen. Das ist der Hammer. Drama schwarzer Karte, echt jetzt? Was? Haben die da was geändert? Die Schweine. Wir haben Kelly getötet. Was? Nein, also ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir einen kleinen Break. Wir sortieren unsere Kisten, sortieren uns neu, vergewissern uns, dass wir alle im selben Haus wohnen und dann sehen wir uns in der neuen Folge wieder, oder? Well. Ja. Das ist so. Also, ihr Lieben, bis zur nächsten Folge. Tschüss.